Dadurch, dass ich keine Farben sehen kann, sehe ich nur schwarz-weiß. Also alle Grautöne von weiß bis hin zu tiefschwarz. Die Welt um mich herum besteht einfach nur aus unendlich vielen Graustufen. Farben kann ich nicht differenzieren oder erkennen. Aber viel gravierender für die Betroffenen ist eigentlich, dass sie sehr stark lichtempfindlich sind und sehr schnell geblendet sind. Und das andere ist eben, dass sie die Sehkraft nur etwa 10% dessen beträgt, was ein Normalsehender erkennen kann. Alles, was ich nicht sehen kann, ist nicht unscharf, sondern einfach nur zu klein. Wenn ich einen Baum betrachte und ich stehe direkt davor, dann kann ich auch die einzelnen Äste sehen. Natürlich in allen Grautönen, nicht in Farbe. Aber wenn ich jetzt noch mal 10 Schritte zurückgehe, dann fallen die Details weg. Also dann sehe ich keine Blätter einzelne mehr, dann kann ich die Baumstruktur nicht mehr erkennen und das fehlt dann alles. Den Baum an sich sehe ich dann noch, aber nicht mehr die Strukturen. Kennen Sie eigentlich Pingelab? Pingelab ist eine Insel, die liegt im Südpazifik. Auf dieser Insel Pingelab ereignete sich im 18. Jahrhundert ein fürchterlicher Tsunami. Und dadurch wurde die Bevölkerung bis auf 20 Personen reduziert. Und unter diesen 20 Personen müssen absolut zufällig mehrere gewesen sein, vielleicht auch nur zwei, die den Gendefekt hatten, der die Achromatopsie hervorhebt. Und so ist die Insel Pingelab als die Insel der Farbenblinden bekannt geworden, weil auf dieser Insel jeder Sechste Achromatopsie hat. Da ist das eine andere Lebensform, da ist das keine seltene Erkrankung. Wenn man klein ist und aufwächst, dann sagt einem ja keiner, dass man nicht richtig sehen kann. Das merkt man dann eigentlich, wenn man erst mit anderen Leuten, mit Kindern in Kontakt tritt, dass man gewisse Spiele nicht mitspielen kann. Also so richtig realisiert habe ich es, glaube ich, erst mit 7 bis 10 Jahren. Also davor habe ich das gar nicht wahrgenommen, weil ich mich genauso bewegt habe eigentlich für mich wie andere Kinder auch, weil ich ja auch nicht gesehen habe, was sie noch mehr können als ich. Also ich hatte ja nur den Rahmen, den ich sehen konnte und der war für mich ganz normal. Meine Sehbehinderung, die wurde schon von meinen Eltern beobachtet, als ich im Säuglingsalter war. Und von dem dritten Lebensjahr an bin ich auch in augenärztlicher Behandlung. Wir sind ja damals zum Arzt gegangen, ins Saarland gefahren. Und dort hat die Ärztin nach unzähligen Arztbesuchen vorher festgestellt, dass ich Achromatopsie habe. Und der Arzt hat gesagt, ihr Kind wird niemals Auto fahren können, niemals auf eine Regelschule gehen können, niemals selbstständig sein können. Ja, also es braucht immer Hilfe. Und für Eltern, die bis dahin geglaubt haben, ein komplett gesundes Kind zu haben, es ist halt schon ein Schlag ins Gesicht. Und sie haben mir erzählt, dass sie nicht untereinander gesprochen haben auf dem Heimweg und erstmal gar nicht wussten, wohin sie gehen sollten und welche Ansprechpartner sie antreffen sollten. Ich bin auf einem Gärtnereigrundstück groß geworden und gerade da sind Farben ja was Tolles und was Wichtiges. Und als Kleinkind habe ich da halt meine Probleme gehabt, als es noch nicht bekannt war. Als es dann bekannt war, da war es dann eine Erklärung und es war nicht etwas, der lernt zu langsam oder der ist dumm, sondern er kann keine Farben sehen. Sieht gut aus? Die Probleme sind eigentlich erst in der Grundschule aufgetreten, wenn es zum Sportunterricht ging und ich die ganzen Ballspiele nicht mitspielen konnte.
Und in der Schule habe ich alles großkopiert bekommen und die anderen halt nicht. Die Behinderung oder die Einschränkung sehe ich nicht als das Hindernis, das es eigentlich für mich ist. Also das liegt, glaube ich, daran, dass ich immer eher mit einem bisschen schärferen Auge auf mich schaue, weil ich mich als sehr normal empfinde und mich ja auch im Alltag so verhalte und auch so auf andere wirke. Deswegen sehe ich mich nicht als krank oder als Mensch mit Behinderung. Erstaunlicherweise gibt es auch viele Augenärzte, viele Optiker, die diese Sehstörung überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Sie haben vielleicht von Farbsinnschwächen mal in ihrer Ausbildung oder im Studium gehört, aber weil das so sehr selten ist, ist diese Sehstörung, ist die Achromatopsie fast nicht bekannt. Das ist die große Problematik bei der Diagnostik dieses Krankheitsbildes. Ich selbst habe das auch in meiner Facharztausbildung Ende der 80er Jahre nicht gelernt. Und ich habe es Anfang der 90er Jahre das erste Mal von einem Optiker benannt bekommen und mich dann da entsprechend drum gekümmert und festgestellt, dass man halt diese Diagnose im Grunde auch gar nicht durch medizinische Untersuchungen der klassischen Art stellen kann, sondern dass man sie letztendlich aus dem klinischen Bild her ableiten muss, was eben zu dieser Störung gehört. Ich spare das eben vor. Sie nehmen einmal die Brille bitte ab. Sie legen das Kinn auf die Stütze und die Stirn oben dran. Das Farbensehen wird halt geleistet durch die Zapfen, die in der Netzhautmitte sind. Und diese Zapfen funktionieren nicht richtig. Das ist ein genetischer Defekt, wo eine Störung im Proteinhaushalt ist, sodass dann eben die entsprechenden Farbwahrnehmungen nicht transportiert werden können. Und da ist einfach das Auflösungsvermögen durch die Zapfen verändert. Und das bedingt dann, dass die Farben nicht erkannt werden können und dass die Schärfe in der Netzhautmitte nicht gegeben ist. Deswegen trage ich rot getönte Kontaktlinsen mit einem Kantenfilter drin. Und die fungieren als Sonnenbrille im Alltag. Also die trage ich den ganzen Tag. Und sobald ich dann rausgehe, ziehe ich dann über die Kontaktlinse dann einfach eine ganz normale Sonnenbrille an, die dann das Ganze nochmal verdunkelt. Also wenn ich die Kinder erlebe, wie sie eben lichtscheu sind, wie sie mit den Augen zwinkern und die Augen ganz oft klimpern und dann plötzlich aufmachen, wenn man diesen Kantenfilter, also das ist zum Beispiel so ein Filter, wenn ich den vorhalte und dann sind die Augen offen bei dem Kind, dann habe ich den Hinweis und dann kann ich weitergehend untersuchen, ob die Kinder eine hohe Fehlsichtigkeit haben. Das gehört im Allgemeinen mit dazu und das kann man auch mit speziellen auf die Kinder ausgerichteten Methoden messen. Wir Farbsichtigen können uns das wahrscheinlich gar nicht genau vorstellen, wie sich da diese Grauabstufungen darstellen. Mensch, ärgere dich nicht, dann nehme ich auch heute noch einfach die gelben Figuren und dann spiele ich Mensch, ärgere dich nicht für mich selber und nie gegen andere, weil ich ja gar nicht sehen kann, wer ist rot, wer ist schwarz, wer ist grün. Aber meine gelben sind so schön hell, dass ich die auf dem Feld immer sehen kann. In der Uni habe ich immer einen Laptop dabei, meistens das Tablet, weil es ein bisschen leichter ist und damit fotografiere ich meistens die Tafel oder die PowerPoint-Präsentation ab. Ein ganz banales Mittel, um sich vor Blendung oder vor der hochstehenden oder tiefstehenden Sonne zu schützen, ist eine Schirmmütze. Also das ist eine ganz einfache Möglichkeit, um schon mal ein bisschen sich im wahrsten Sinne des Wortes abzuschirmen. Also im Alltag sind die größten Stolperfallen eigentlich, wenn ich in der Stadt bin. Da fahren sehr viele Bahnen, Busse und sehr viele Leute sind unterwegs und sehr viele Autos, sehr viele Radfahrer, Fußgänger, alles fährt kreuz und quer.
Und alles, was sich bewegt, kann ich ja nicht beeinflussen. Deswegen ist das immer sehr schwer für meinen Kopf, weil auch einfach die Geräusche, alles ist präsent und es ist noch mehr in meinem Kopf präsent, weil ich so viel Energie für meine Augen aufbrauche. Beim Einkaufen ist natürlich das Problem, dass ich relativ nah an die Dinge gehen muss. Die Supermärkte sind in der Regel ja recht uniform sortiert, sodass ich in die richtige Abteilung gehen kann. Schwierig ist es, Preisschilder zu lesen oder Informationen zu den Produkten zu lesen. Für mich sind die Produkte, die ich kenne, sind die Aktionsartikel, weil ich im Regal stehe und sehe, oh, da ist das, das kenne ich, das kaufe ich. Aber ich kaufe sehr selten was Neues, weil ich es einfach nicht sehen und nicht lesen kann und auch nicht die Zeit dafür habe, mir jedes Produkt einzeln in die Hand zu nehmen und es durchzulesen und das auszuprobieren. Ja. Wenn ich im Bahnhof bin oder an einer Haltestelle bin, dann muss ich mich eigentlich vorbereitet haben. Das, was Normalsehende können, die kommen die Treppe hoch auf den Bahnsteig und orientieren sich an dem, was die Anzeigen zeigen. Ich kann an der Stelle nur erkennen, wo die Anzeigen sind. Ich kann aber nicht die Anzeigen lesen. Dazu muss ich dann wieder auf 3 oder 5 Meter dran sein. Das ist eine Behinderung, ja. Dementsprechend steht diesem Patienten auch ein Schwerbehindertenstatus zu. Kleines Problem oder vielleicht deutliches Problem bei dieser Festlegung für den Schwerbehindertengrad ist halt immer, dass es nach DIN gefordert, aber wir haben noch keine Möglichkeit, nach DIN zu untersuchen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich bei verschiedenen Lichtverhältnissen mit verschiedenen Brillen unterschiedliche Werte entstehen. Wenn ich also den Achromaten in einem normalen Untersuchungszimmer mit der Schummerbeleuchtung, die wir haben, zur Sehschärfenprüfung prüfe, dann kommt er auf seinen optimalen Visus. Der ist dann vielleicht sogar mal bei 0,1. Und wenn ich ihn dann draußen in die Sonne stelle, dann schafft er trotzdem vielleicht nur 0,02, also 2%. Dann wäre er in dem Moment als blind im Sinne des Gesetzes einzustufen. Und vorher gilt er als wesentlich sehbehindert und würde einen Grad der Behinderung von 70 bekommen, wenn er beidseits 0,1 sähe. Und ich muss dann eben bei dieser Begutachtung einen Mittelweg finden und sagen, wie stark ist derjenige sehbehindert. Und deshalb ist es in den meisten Fällen bei den Achromatopsie-Patienten so, dass sie letztendlich auf eine hochgradige Sehbehinderung eingestuft werden müssen. Was dann im Sozialrechtlichen doch ein paar Vorteile auch bringt, wo dieser Nachteil ausgeglichen wird. Karneval in Schwarz-Lais erlebe ich jetzt schon seit vielen Jahren und es macht mir auf jeden Fall nichts aus. Es ist wunderschön, weil ganz viel Glitzer noch dabei ist. Ja, also natürlich würde ich schon gerne mal mein Kostüm oder die ganzen anderen vielen schönen Kostüme in Farbe sehen. Also das wünsche ich mir eigentlich am meisten. Wenn ich Kleidung kaufen gehe, gehe ich auch meistens mit einer Freundin und mit meiner Mutter zusammen. Ich kann auch alleine gehen. Ich weiß ungefähr, welche Farben mir stehen und merke mir auch immer, wenn mir jemand ein Kompliment zu einer neuen Farbe sagt, die ich trage, dann merke ich mir das und freue mich darüber. Und für mich ist das dann so, wenn man mir Farben erklärt, wenn jemand die Wörter benutzt, dann entscheide ich in meinem Kopf für mich, ob das ein zartes Wort ist, ob das eine zarte Farbe ist und bringe das dann mit dem Grauton in Verbindung. Wenn andere über Farbe kommunizieren und ich da mitsprechen oder mitdenken und mithalten muss, dann vermisse ich das natürlich. Aber für mich, für meinen Kosmos, vermisse ich es nicht. Zum Beispiel würde ich total gerne mal die Augenfarbe von meinem Freund sehen oder von mir selber. Ich würde auch gerne mal meine Hautfarbe sehen oder wenn ich rot werde im Gesicht, das würde ich auch sehr gerne mal sehen. Also es sind so die einfachen, ganz einfachen Sachen, die ich, glaube ich, vermisse, weil man sie auch von anderen Leuten immer hört. Und das kann ich dann halt alles nicht sehen und dann würde ich schon ganz gerne mal sehen, wie das einfach aussieht, wie das für andere aussieht, dann will ich das auch wissen. Ja.
Eine wirkliche Heilung gibt es nicht. Es wird intensiv Genforschung betrieben. Da gibt es auch erste kleine Erfolge. Aber das ist noch ein ganz, ganz vages und in den Kinderschuhen steckendes Projekt. Und da kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass wir jetzt den Weg zu einer Heilung haben. Mit der Zeit erlebe ich bei allen oder bei fast allen Familien eigentlich, dass sie sich damit ganz gut arrangieren und dass es dann eben doch so ist, wie es ist. Und das Schöne ist vor allem, dass die Kinder den Eltern eigentlich zeigen, hey, ich bin so, wie ich bin und ich komme so durch mein Leben. Die Haare wegmachen. Und vorgehen. So, bitte schön hinsetzen. Meine Eltern haben sich auch um mich gesorgt, die sorgen sich immer noch um mich, aber sie haben mich nicht in Watte eingehüllt und das war ganz, ganz wichtig. Also trotz der Sehbehinderung einfach das machen, worauf man Lust hat. Es ist überhaupt nicht schlimm, auch mal wegen Nachteilen oder wegen einem Alltag, wo man gar nicht vorangekommen ist aufgrund seiner Sehbehinderung, auch mal richtig doll zu weinen oder zu denken, oh Gott, schlimmer kann es nicht werden. Aber das braucht man auch mal, um dann wieder Kraft zu schöpfen. Und das tut auch gut. Da steckt ganz viel Kraft dahinter, so normal zu wirken, wie es scheint, aber wie es eigentlich gar nicht ist.